Partner. Das. Auf dem Weg zum Krakarow-Vulkan in Russland überflog ich Informationen zu den teuflischen Fünf. Mir fiel auf, dass die eulenartige Gestalt aus den vier Teilen des Buchs des Meisterdiebs den Polizeibildern des mysteriösen Glockwerks sehr ähnlich war. War das nur Zufall? Hatte ich etwas verpasst? Hey, Sly! Die Straße in Clockworks Festung ist versperrt. Wärst du so gut, das Schloss kaputt zu schießen, Kumpel? Diese Höhle sieht nicht hoch genug aus für den Geschützturm. Oh. Wir müssen durch das Sicherheitstor auf der anderen Seite der Höhle kommen. Der einzige Weg, es zu öffnen, ist die Analyse von 60 dieser hängenden Computer. Wäre einfach zu schaffen, wenn Murray unser neues Geschütz nicht dominiert hätte. Kein Problem. Ich hacke mich in die Computerverbindungen ein, damit sie zu Boden fallen. Anschließend muss Murray mit dem Van über sie drüber fahren. Okay, Murray, vergiss nicht, unseren neuen Rambock mit der Quadrattaste zu benutzen, wenn dich jemand von diesen Computern fernhalten will. Murray, da oben sind nur 119 Computer. Und diese Feuerschnecken möchten offensichtlich vor uns dort sein. Wer zuerst 60 Computer hat, hat gewonnen. Thank you.
gemacht, Murray. Jetzt haben wir genug Daten, um die Sicherheitstür zu öffnen. Dahinter befindet sich der Kontrollraum von Blockwerks Todesstrahlenturm. Schätze, es ist Zeit für einen Cooper-Meisterdieb und etwas Sabotage. Oder Slime? Pass auf, Sly! Diese Platten sind vermint. Du verschwindest besser von da. Warte, das ist Carmelita. Sie ist gefangen. Geschieht dem Weib recht. Sie war von Anfang an hinter uns her. Das ist nur ein Missverständnis. Wir müssen sie befreien. Bist du verrückt, Sly? Clockwerk hat sie da eingesperrt, um dich anzulocken. Aber wenn ich nichts tue, ist Carmelita verloren. Außerdem würde das Stehlen ohne sie gar keinen Spaß machen. Sly, deine lächerliche Waschbärenlogik verursacht bei mir eine Gänsehaut. Aber wenn du unbedingt willst... Das Fass dort wird dir sicher gute Dienste leisten. Aber ich habe keine Ahnung, wie du da hochkommst. Kumpel, ein Turmsprung hier, ein Railslide da. Das habe ich schon 1000 Mal gemacht. Cooper, ich wusste, dass du hinter all dem stecken würdest. Falsch geraten, Miss Fox. Ich bin hier, um dich zu retten. Du sentimentaler Narr. Mitleid war immer schon der Untergang des Cooper-Clans. Ich wusste, dass das eine Falle war. Ich sollte mich mit dem Hacken beeilen, um das Gas abzuschalten, bevor Slys Hirn zu Käse geworden ist.